Mit 22 Jahren gehört Dayot Upamecano zu den vielversprechendsten Innenverteidigern. Sein Vertrag in Leipzig läuft noch bis Sommer 2023, es soll aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 42 Millionen Euro geben. Interesse an einer Verpflichtung von Upamecano soll vor allem der FC Bayern haben. Doch auch zwei englische Topclubs buhlen nach Sport1-Informationen um den Franzosen. Insbesondere der FC Chelsea würde sich gerne die Dienste des RB-Verteidigers sichern. Bei dem zweiten Premier League-Club soll es sich um Manchester United handeln. Thiago Dantas trainiert auf Wunsch von Hansi Flick bei den Profis des FC Bayern mit. Eine Zukunft in München hat der 20-jährige Portugiese aber wohl nicht. Nach Sport1-Informationen hat man sich vereinsintern bereits entschieden, die Kaufoption für den zentralen Mittelfeldspieler in Höhe von 7,5 Millionen Euro im kommenden Sommer nicht zu ziehen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat wohl andere Pläne für das Bayern-Mittelfeld. Ein Wechsel von Dele Alli schien in diesem Winter so gut wie besiegelt zu sein. Der 24-Jährige spielte unter Trainer Jose Mourinho bei Tottenham keine Rolle mehr. Doch nun bahnt sich eine überraschende Wende an. Gegen Marine durfte Alli beim 5:0-Erfolg im FA Cup am Sonntag beginnen. Es war natürlich nicht das Spiel, um die Qualität zu messen, sagte Mourinho zunächst noch zurückhaltend. Dann wurde The Special One aber deutlicher. Ich bin sehr glücklich mit ihm. Er zeigt Professionalität und Einstellung. Der Coach stellte ihm sogar einen Stammplatz im nächsten Ligaspiel gegen Aston Villa in Aussicht. Ich wäre nicht überrascht, wenn Dele nächsten Mittwoch bei uns spielen würde, erklärte Mourinho.